Guten Tag, meine Lieben. Ein neues Video zum Thema Temptation Island VIP. Die neue Staffel startet am 2. Oktober bei RTL Plus und heute werden wir mal über all die Punkte sprechen, die gerade aufgeploppt sind. Ja, wir sprechen nicht nur über die Kandidatenpaare, die stehen ja auch wirklich heftig in der Kritik. Wir haben einen mega krassen Spoiler, der auch wirklich umstritten ist. Darüber werde ich heute auch so ein bisschen sprechen, meine Gedanken mit euch teilen. Wir sprechen auch über diverse Fake-Vorwürfe. Ich habe mir ein paar Schnipsel rausgesucht von der Instagram-Seite der Show, weil da haben die so ein Interview gegeben und da habe ich mir so ein paar Fragen und Antworten mir rausgeschnitten. Die werden wir heute auch besprechen. Wir werden auch noch über das ein oder andere Statement sprechen, denn die ein oder anderen Kandidaten haben auch schon mal darüber gesprochen, was sie so denken und was sie so von den Kommentaren halten, die immer geschrieben werden. Und ich bin auf jeden Fall mega auf euer Feedback gespannt. Gebt mir einen Daumen nach oben. Ich werde euch gleich hier nochmal ein paar Infos vorlesen zu den Kandidaten und dann gucken wir mal. Wir fangen mal generell mit dem Ursprungsthema an und da könnt ihr mir auch gleich mal die Frage unten in den Kommentaren beantworten. Findet ihr den Cast top oder Flop? Denn ich glaube, die Leute haben ein Problem damit, weil sie das Gefühl haben, Moment mal, wir haben ja eine VIP-Staffel, wir haben aber gar kein VIP dabei. Ähnliche Themen besprechen wir natürlich auch immer bei anderen Formaten, da heißt es irgendwie immer bei Promi Big Brother oder im Dschungelcamp, ja, aber die sind ja gar nicht berühmt, die sind ja gar nicht bekannt. Ich finde, meine persönliche Meinung, und da würde ich den Kritikern teilweise in dieser Staffel auch minimal zustimmen, man braucht keinen A-Promi für eine gute Staffel oder für eine gute Geschichte. Bei vielen Formaten würde man einen A-Promi in der Regel eh nicht kriegen. Ich glaube, Temptation Island könnte generell schwierig werden, gute Leute zu finden. Davon jetzt mal unabhängig. Finde ich aber, ein A-Promi in dem ein oder anderen Format ist in der Regel langweilig, weil die natürlich auch was zu verlieren haben. Ich verstehe aber den Punkt, wenn man das Gefühl hat, dass die Leute, die man irgendwie genommen hat, selbst im Reality-Bereich teilweise eher unbekannt sind. Nicht alle und kommen natürlich auch immer darauf an, wie man fragt, aber ich glaube, man braucht in so einem Format wie Temptation Island, wo irgendwie auch VIP draufsteht, wirklich einen VIP aus der Reality-Bubble, den wirklich jeder kennt. Ja, wir hatten in der vergangenen Staffel Kader Loth dabei. Es wurde natürlich auch kritisiert, auf jeden Fall berechtigt, weil man natürlich bei Kader Loth irgendwie die Problematik hatte, dass sie sich irgendwie wie ein Fremdkörper in dem Format anfühlt. Ja, und zu allen war klar, die wird nicht mit den Männern rummachen, mit den jungen Männern irgendwie erst recht nicht. Wir hatten natürlich auch schon den ein oder anderen Spoiler durch Be Real und durch andere öffentliche Auftritte, wo wir von Anfang an irgendwie wussten, die werden den Treue-Test bestehen. Aber man kann heute rückblickend darüber sprechen, und ich glaube auch erwähnen und auch sagen, dass die auf jeden Fall bekannt waren und alle Leute aus der Reality-Bubble die kannten. Ja, die Kritik war auch in der vergangenen Staffel. Wir haben super viele Leute von Bachelor in Paradise, Umut und Jana Maria. Und jetzt komme ich gerade nicht drauf. Ihr wisst, wen ich meine. Ne? Ich habe auch ein Interview geführt. Tut mir so leid. Lorik und Denise, genau, da habe ich die beiden Namen. Und ich finde, man hat aber irgendwie nicht unbedingt draus gelernt. Warum? Weiß ich nicht. Ich glaube, weil, wie ich gerade einleitend schon vermutet habe, man könnte eventuell ein Problem haben, wirklich gute Leute zu finden. Denn wer würde denn unbedingt bei Temptation Island VIP mitmachen wollen? Ich glaube, super viele nicht. Ich glaube, es gibt wirklich viele Formate, wo viele mitmachen würden, aber bei Temptation Island VIP eher nicht. Und ich würde vorschlagen, wir starten auch schon mal damit. Wir gucken mal in die Kandidatenbeschreibungen rein. Die habe ich hier alle auf dem Laptop und genau, ich werde dann auch ab und an immer mal die Einspieler damit reinbringen und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe, glaube ich, schon am Anfang angekündigt, ich bin mir irgendwie gerade gar nicht mehr sicher. Hier steht, 12 neue Folgen bei RTL Plus und ein Wiedersehen ab Mittwoch, dem 2. Oktober. Hier steht aber irgendwie auch, was ich gar nicht verstehe, der Staffel-Opener kann bereits am 25.09. gestreamt werden, also dann eigentlich morgen. Gedreht wurde die 5. Staffel im Frühsommer auf Korfu, Griechenlands grüner Insel der Versuchung. Ich glaube, nochmal zur Einordnung für euch, gedreht wurde in der Regel so im Juni, Juli, es werden immer beide Staffeln am Stück gedreht. Und wir fangen hier auch mal mit einem Paar an, wo ich persönlich auch kein Interview genommen habe, weil ich glaube, wir haben nicht so viel zu befürchten. Und wir sprechen hier von Sarah Jane Wolny und ihrem Partner. Ich kenne ihren Namen natürlich, müssen wir nicht drüber reden. Und ich kenne auch die Wolny-Familie. Aber ich bin auch wirklich total ehrlich, bei dem Foto war mir nicht klar, über wen wir hier sprechen werden, wenn nicht der Name drunter gestanden hätte. Ne? Natürlich ist der Name schon irgendwie populär und ich bin auch mal gespannt, wie sie sich da irgendwie verhalten wird, weil ich ja die anderen, also die Formate, wo sie mitmacht, ja natürlich kenne, aber halt nicht verfolge. Und ich habe irgendwie
so Bock drauf. Ich glaube aber, da wird nicht so viel passieren. Beide sind schon 3 Jahre ein Paar. Beide lernen sich 2018 kennen bei Instagram. Es folgte ein Date und dann irgendwann später sind sie zusammengekommen. Genau, und hier stehen aber eigentlich auch gar nicht so viele schlimme Dinge. Ne? Partnerschaft ist stabil, gibt einige Unsicherheiten. Okay, klar, die hat man irgendwie immer. Sarah Jane hat in der Vergangenheit mitbekommen, wie eine nahestehende Person hintergangen worden ist und sehr darunter gelitten hat. Das hat sie geprägt, sodass sie ein generelles Misstrauen entwickelt hat und Angst hat. Das finde ich natürlich berechtigt, aber nach 3 Jahren Partnerschaft sollte man die Thematik natürlich irgendwie auch überwunden haben, finde ich. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Hier steht natürlich auch, die beiden wohnen nicht zusammen und sehen sich nicht so oft. Okay, ja. Hinzu kommt, dass sie getrennte Freundeskreise haben und diese führt zu gelegentlichen Fragen darüber, wie sich der jeweils andere verhält, wenn sie nicht zusammen sind. Zum Beispiel beim Party machen. So, dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Hier steht noch, sie wünscht sich mehr Aufmerksamkeit von ihm und hofft natürlich, dass die Verbindung durch Temptation Island gestärkt wird. Ja, ich würde gerade an dieser Stelle behaupten, habe ich auch vorhin schon mal angedeutet, ich glaube, wir werden hier keine Probleme haben. Natürlich werden wir sicherlich mal die ein oder andere Debatte haben, aber ich glaube, die Liebe wird in irgendeiner Form halten und glaube ich auch Temptation Island überstehen. Jetzt machen wir mal mit einem anderen Paar weiter. Da haben wir auch gleich irgendwie den Spoiler und irgendwie auch die Frage oder die Debatte, ob man den Spoiler nicht hätte eleganter lösen können. Wir sprechen hier über Akka und Lisa Marie. Akka kennen wir von Too Hot to Handle. Keine Ahnung, ob ihr die Show geguckt habt. Lief bei Netflix, oder läuft ja auch immer noch, kann man da immer noch angucken. Lisa Marie kenne ich nur im Zusammenhang mit Hummels, dem Fußballer. Ja. Und naja, also ich meine, ich will ja auch gar nicht lang rumreden. Ich glaube, hier können wir inhaltlich nicht so viel erwarten, weil es wurde natürlich auch schon direkt ein ja, wesentlicher und wichtiger Part gespoilert und darauf kommen wir doch gleich mal zu sprechen. Lisa Marie und Akka haben nach der Produktion der neuen Folgen zu ihrer großen Freude herausgefunden, dass sie schwanger ist. Und dann steht hier, Achtung, Spoiler, das verliebte Paar hat den Treue-Test erfolgreich bestanden und direkt nach Ende der Dreharbeiten in Abu Dhabi geheiratet. Und da kann man sich ja irgendwie mal die Frage stellen, warum man dieses Detail natürlich schon so komplett veröffentlicht hat. Man versteht mich nicht falsch. Also ich finde, man muss eine Schwangerschaft nicht unbedingt verheimlichen und das kann man vielleicht auch irgendwie gar nicht verstecken. Muss man irgendwie auch gar nicht, ja. Und es war ja nicht irgendwie dann schon klar, sie war ja dann schwanger während der Dreharbeiten. Deswegen habe ich auch schon gesagt, wann die Dreharbeiten irgendwie stattgefunden haben. Man hätte die Schwangerschaft wirklich ohne Probleme veröffentlichen können und zwar irgendwie auch klar, er ist irgendwie der Vater. Aber ich finde, der Spoiler wurde eigentlich oder ist eigentlich entstanden, nicht wegen der Schwangerschaft, sondern wegen der Hochzeit im Nachgang, weil wenn ich vorher schwanger bin und dann da irgendwie reingehe und das aber irgendwie gar nicht mitbekomme und dann danach mitbekomme und dann irgendwie auch die Schwangerschaft öffentlich mache, dann kann man ja viel reininterpretieren, ja. Sind die noch ein Paar? Kümmert er sich einfach nur um seine schwangere Ex-Freundin eventuell? Ja, weil er der Vater des Kindes ist. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich finde, durch die Schwangerschaft an sich ist kein Spoiler entstanden. Von daher habe ich die Thematik darum auch gar nicht so unbedingt verstanden. Natürlich war ich auch in dem Moment schon irritiert, warum man das öffentlich gemacht hat. Habe dann mal länger darüber nachgedacht und dachte mir, okay, vielleicht möchte man irgendwie die Schwangerschaft auch nicht unbedingt geheim halten. Ja, ist auch vollkommen legitim. Die beiden haben ja auch ein Foto miteinander veröffentlicht, kann man irgendwie auch machen. Aber ja, hätte man auch veröffentlichen können ohne den Bemerk oder ohne die Anmerkung, sie haben den Test bestanden und haben danach geheiratet. Da ist für mich der Spoiler entstanden und ja, ist für mich jetzt kein Weltuntergang. Wir haben ja noch 3 andere Paare, aber ich kann die Kritik dahingehend natürlich schon irgendwie verstehen, weil man ja, das Thema hätte öffentlich machen können und den kleinen Vermerk hätte sich sparen können. Wenn man natürlich hier gerade schreibt von RTL-Seite, sie haben den Treue-Test bestanden, dann hat man ja auch wirklich keine weiteren Fragen mehr. Und von daher habe ich hier natürlich auch nicht so viele Erwartungen. Finde ich auch gar nicht schlimm, wie ich schon gerade gesagt habe, wir haben noch 3 andere Paare und den beiden wünsche ich auf jeden Fall alles Gute. Kennengelernt haben sich beide übrigens auf einer Geburtstagsparty von ihr. Sie wurde mitgebracht, nee Quatsch, er wurde mitgebracht, der Acker wurde mitgebracht von Jonah Steinig, kennt ihr vielleicht auch aus diversen Formaten und genau, beide wohnen inzwischen in Dubai. Sehr schön. So, 2 Paare haben wir noch. Ich überlege gerade, mit welchem Paar ich mal anfange. Ich glaube, ich fange mit Jessica und Jermaine an. Beide haben sich kennengelernt bei Ex on the Beach und auch lieben gelernt. Ich habe die Staffel tatsächlich verfolgt und ich bin auch irgendwie
da relativ ehrlich mit meinen Worten. Ich hätte nicht gedacht, dass die dann doch irgendwie so lange ein Paar bleiben. Keine Ahnung, warum. Es war irgendwie so ein Bauchgefühl, aber ich glaube, die haben sich wirklich gesucht und gefunden. Ich glaube, ich erinnere mich auch noch dran. Die hatten dann irgendwie im vergangenen Jahr so ein YouTube-Video hochgeladen. Da waren die irgendwie auch total cute miteinander. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt. Wir haben natürlich hier wieder irgendwie ähnliche Themen, so nach dem Motto, sie möchte sehen, wie sich Jermaine unter Alkohol Einfluss verhält, ja. Und Jermaine möchte Jesse beweisen, dass er nicht mehr der Punkt-Punkt-Punkt-Boy von damals ist. Ich meine, das muss man ja eigentlich nicht beweisen, wenn man schon länger zusammen ist. Aber genau, da habe ich einfach ein paar Ausschnitte rausgesucht. Da können wir auch gleich mal reingucken. Sie wohnt in Berlin bei ihm und sie wünschen sich gemeinsame Kinder. Ich würde aber vorschlagen, ich ruf mal die Videos auf und dann gucken wir doch mal rein, weil das Interview bei den beiden, muss ich sagen, fand ich nicht ganz unspannend. Wir haben uns kennengelernt bei Ex on the Beach und ja, seitdem sind wir ein Pärchen. Einfach aus dem Grund, weil wir wissen, dass wir es schaffen. Ja? Anfangs waren wir so, ey, niemals würden wir reingehen mit einer gesunden Beziehung. Aber unser Vertrauen ist so krass geworden, dass wir sagen, ey, wir würden es sogar easy schaffen. So, let's go. Deswegen machen wir es. Und ja, ist so ein Kick nochmal und ich kann nochmal beweisen, ey, Ich bin auf jeden Fall zu 100% bei dir. Ich liebe dich. Ja, so. Ich brauche niemand anderes. Das will ich auch nochmal beweisen. Oh, you. Eine für mich wesentliche Motivation wird hier natürlich immer irgendwie gar nicht erwähnt. Das finde ich irgendwie auch mal ein bisschen strange. Also meine, es gibt aus meiner Sicht verschiedene Varianten, warum man da eventuell reingeht. Ja, weil eine Beziehung auf eine gewisse Art und Weise eh schon irgendwie brach liegt und entweder fällt die danach komplett hinten runter oder man kann irgendwie nochmal davon profitieren oder man hat irgendwie eh schon eine stabile Bindung, eine stabile Partnerschaft und denkt sich irgendwie, okay, ich gehe in das Format rein, ich nehme die Reichweite mit und ich nehme die Kohle mit. Ja, als ob man hier irgendjemandem was beweisen muss, vor allem auch irgendwie in dem Format. Ich meine, da kann man sich irgendwie auch 2 Wochen benehmen, ja, wenn man ja weiß, hier laufen irgendwie Kameras und dann bin ich raus aus dem Format und kann in den Club gehen und irgendwie rummachen und keiner kriegt das mit. Also von daher bin ich da immer so ein bisschen skeptisch bei den Formulierungen, aber ich finde die beiden wirklich cute miteinander. Ich mag die beiden und vom Bauchgefühl her glaube ich auch, ich hoffe, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, ne? Habe ich schon mal gemacht, ich glaube bei Alex und Christina früher, ging auf jeden Fall schief. Nee, ich glaube, die werden das beide schon bestehen, die haben da glaube ich auch echte Gefühle füreinander und die können sie ja wirklich kontrollieren, aber ja, ich muss schon mal lachen, wenn die, also, weiß ich, die Begründungen immer so ein bisschen weit hergeholt finde. Ich gehe zu Temptation, um Leuten da draußen zu zeigen, dass man es schafft, weil Temptation hat mittlerweile, finde ich, einen Ruf, dass alle Angst haben. Und ja, ich will zeigen, dass man das easy schaffen kann, wenn man eine gesunde Beziehung hat und dass man da nicht immer nur getrennt rausgeht, sondern dass man da auch vielleicht sogar noch stärker rauskommen kann. Ich finde, Temptation hat irgendwie auch gar nicht so diesen schlechten Ruf von wegen, die Partnerschaften scheitern, weil ich meine, es scheitern nicht alle, ja, und die scheitern, waren entweder schon darauf ausgelegt, zum Beispiel bei Alex und Christina und irgendwie bei Umut und Jana Maria, wenn man mal von den Härtefällen spricht, dann hatte man ja diese Fake-Thematik im Vorfeld, so nach dem Motto, unsere Beziehung läuft eh nicht mehr und wir gehen einfach nur rein, dass wir die Kohle noch mitnehmen, die Reichweite und uns irgendwie danach in andere Formate reinkatapultieren. Die Vorwürfe standen ja auf jeden Fall im Raum. Und eine ähnliche Thematik hatten wir ja auch bei dem Leger, der war zwar nicht in der VIP-Staffel, aber spielt ja keine Rolle, wo man irgendwie auch den Eindruck hatte, der geht da einfach nur rein, weil er Fame werden will und wenn ich Fame werden will, dann muss ich natürlich richtig über die Stränge schlagen und dann bin ich irgendwie populär. Also von daher würde ich aus meiner Sicht behaupten, die Leute haben keine Angst davor, aber wenn ich irgendwie keine Probleme in Anführungsstrichen mit meiner Partnerschaft habe, dann gehe ich da ja auch nicht unbedingt rein. Außer ich habe halt irgendwie total Bock auf Reichweite, weil dann kann natürlich Temptation Island schon viel bringen und ich finde, das Format braucht ja auch wirklich immer Paare, die am Ende irgendwie halten. Und da bin ich immer noch der Meinung, die beiden werden auch danach ein Paar bleiben. Hoffe ich mal. Ich vertraue ihm mittlerweile zu 100%. Er macht alles so, wie es richtig ist. Ne? Unsere Beziehung ist sehr gesund, null toxisch. Ich vertraue ihm. Ja, ich vertraue ihm. Ja, ich vertraue dir genauso. Ja, ich vertraue dir zu 100%. Ich würde niemals denken, dass du fremd gehst. Nie im Leben. Jetzt hier auch bei Temptation Island. Also ich bin guter Dinge. Ich bin da irgendwie entspannt, vielleicht zu entspannt. Ich bin auch immer noch guter Dinge und ich finde es irgendwie auch gut, weil einfach bei der Thematik toxische Beziehung angesprochen wurde. Ich bin auch ehrlich, ja.
Bei Ex on the Beach dachte ich, die beiden könnten wirklich irgendwie in toxische Verhaltensmuster fallen. Ich meine, ich war natürlich nie dabei und kann es auch eigentlich gar nicht beurteilen, nur anhand dieser Interviews. Aber die wirken auf mich irgendwie wirklich toll miteinander. Die wirken irgendwie aufrichtig miteinander. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie toxisch sind. Also ich glaube denen auch wirklich die Worte. Ne? Ich meine, oft haben wir ja auch die Problematik, da behaupten Leute, nein, wir sind gar nicht toxisch miteinander. Und die sind eigentlich in der Regel die Schlimmsten. Aber hier bei den beiden habe ich nicht den Eindruck. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr für einen Eindruck habt. Ich hoffe einfach, dass ich für mich sehen kann, wer ich bin. So, also ich weiß es, aber man lernt sich ja noch immer wieder ein bisschen neu kennen hier. So bei Temptation vor allem, man macht so Pärchentherapie und Beziehungstherapie. Ist schon vielleicht mal was Neues. So, ich habe eigentlich gar keine Lust auf sowas, aber jetzt bin ich hier, machen wir mit. Und ich hoffe einfach, dass wir viel stärker noch rausgehen. Ja? Wir sind jetzt perfekt, ja? Und danach sind wir perfekt, perfekt. Also ich erhoffe mir, dass ich sehe, dass ich ihm wirklich zu 100% vertrauen kann, dass ich mit meinen ganzen Einschätzungen richtig liege, dass er einfach der Mann ist für meine Zukunft, wie ich ihn gerade sehe, dass er sich das Bild nicht kaputt macht. Und ich erhoffe mir einfach, dass wir für immer zusammenbleiben. Ja, dann hoffe ich mal, die beiden bekommen auch die richtigen Bilder, weil wir haben ja natürlich auch oft schon im Moment, wo man natürlich Bilder bekommt, die vielleicht, ich will nicht sagen, dass sie verfälscht werden, aber wenn natürlich der Kontext ein klein wenig verfälscht wird, in dem Moment, wo man irgendwie nicht erkennt, warum gerade ein Bild oder wie ein Bild gerade entstanden ist, dann können natürlich bestimmte Dramen entstehen. Ich glaube, die ein oder anderen kleinen Dramen können hier schon entstehen, einfach durch Bilder ohne Kontext, aber ja, ich glaube nach wie vor, die beiden werden ein Happy End haben und werden, ja, nicht getrennt rausgehen, wobei man natürlich auch oft immer die Problematik hat. Manchmal haben die ja dann Themen während der Ausstrahlung, ne? Weil vor Ort bekommen die immer irgendwie nur die Videoschnipsel, dann gucken die kompletten Folgen an und merken irgendwie, wie andere oder wie die übereinander sprechen. Und dann hat man ja auch schon mal Trennungen, erinnert euch auch dran, ne? Darauf bin ich auf jeden Fall auch gespannt, aber ja, wird schon schief gehen. Ich sag euch eins. Dieses Jahr ist alles anders. Alles ist anders. Das, was bei uns passiert ist, das gab es noch nie. Und oh mein Gott. Bei solchen Ankündigungen, da bin ich ja immer so ein bisschen, wo ich mir so denke, finde ich immer ein bisschen problematisch. Ne? Also nein, nicht problematisch, mein Lieblingswort an dieser Stelle. Aber wir haben ja immer, die Staffel wird total neu, die Staffel wird total geil. Auch bei Alto, das wird die heftigste Staffel von allen, finde ich zum Beispiel nicht. Und immer, wenn man die Erwartungshaltung durch ähnliche Formulierungen extrem nach oben geschraubt hat, dann war man in der Regel irgendwie enttäuscht. Und ich finde, ich mag Temptation Island schon und habe ja auch mal wirklich tolle Interviews geführt mit den Leuten. Aber ich finde auch, Temptation Island ist oft im Kern irgendwie eine relativ langweilige Sendung, weil wir natürlich immer die Problematik haben, wir erleben die Momente der Kandidaten, wir sehen die, dann kommt mal irgendwie noch ein Schlüsselloch, wo wir die gleichen Momente nochmal sehen, dann haben wir irgendwie ein Lagerfeuer, wo wir die Momente irgendwie nochmal sehen, also drei Folgen haben wir immer gefühlt die gleichen Inhalte und dadurch finde ich die Show manchmal ein klein wenig langatmig, aber ich bin auf jeden Fall guter Dinge, also wenn die irgendwie das Format neu gemacht haben und wirklich neue Elemente reinbringen, dann bin ich da auf jeden Fall into it und on fire, aber ne, bei solchen Formulierungen bin ich immer so ein bisschen, wo ich mir so denke, man hat ja auch keine Ahnung, wie der Schnitt am Ende wird. Oft fliegen ja auch einfach Themen raus und dann hat man da irgendwie eine mega Ankündigung gemacht und dann kommt irgendwie nicht so viel rum. Ich bin aber auf jeden Fall gespannt, wir haben aber noch ein Statement von ihr. Hier Mäuse, was geht ab? Ich bin gerade auf dem Weg nach Düsseldorf. Ich gehe gleich nämlich auf so eine Techno-Veranstaltung. Lang ist's her und ich dachte, während ich so lange unterwegs bin, nehme ich mir mal die Zeit, quatsch mal wieder ein bisschen mit euch. Ich würde euch gerne schon so viel erzählen. Ihr wisst gar nicht, was immer so hinter den Kulissen abgeht, wenn so eine Show gedreht worden ist und so. Da passieren natürlich Sachen da drin, da passieren Sachen danach und jetzt gerade, wo alles gedroppt wird, kommen immer wieder so Sachen raus und ey, ich würde euch gerne alles erzählen, aber ihr wisst, ich darf nicht. Bei mir wird es eine Vertragsstrafe geben. Ich will auch nicht spoilern, aber Alter, was ich schon wieder alles für Sachen höre. Ich habe mir diesmal echt fest vorgenommen, dass ich mich in nichts einmische. Ich könnte jetzt schon wieder so viel droppen, aber nein. Ich habe mir selber geschworen, Jessica, wenn einfach dein Mund, misch dich in nichts ein. Okay, ich habe gestern kurz was zu diesem Spoiler da gesagt, weil es mich einfach nervt. So ist meine Meinung. Danach wurde ich auch direkt angeschrieben und ich wäre falsch oder was auch immer. Auf jeden Fall,
ja, ich werde einfach diesmal mich aus allem raushalten. Keine Lust auf Drama. Es wäre natürlich fatal, wenn danach nicht drüber gesprochen würde. Und ich verstehe auch gar nicht, wie schnell der Sprung kommt von ich würde gerne spoilern, ich darf nicht spoilern und dann, ja, eigentlich will ich auch gar nicht drüber sprechen. Und ich hoffe, sie wird auf jeden Fall ein Q&A irgendwie regelmäßig machen zu den Folgen. Er vielleicht auch, weil ich wirklich beide spannend finde, ja. Wir haben aber auch noch welche Freunde, ja. Wir haben noch ein paar und da gucken wir auch gleich mal rein, weil da haben wir auch die, ja, die ein oder anderen Fake-Vorwürfe leider. Wir sprechen hier von Rebecca und Adrian. Beide haben sich kennengelernt bei Bachelor in Paradise und genau, hier steht auch nochmal, beide hatten schon ein Problem. Rebecca kann Adrian nicht mehr vertrauen, da er ihr in einem Hamburger Club fremdgegangen ist. Das hat es ihr zufällig herausgefunden. Er hat es ihr dann gebeichtet. Also ich meine, es ist ja keine Beichte, wenn ich etwas rausfinde über meinen Freund und ihn damit konfrontiere und er dann sagt, ja, stimmt, dann kann man da, glaube ich, nicht von einer Beichte reden. Oder Beichte wäre für mich umgedreht eigentlich, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, da wird halt hier nochmal ein Test stattfinden und hier steht irgendwie, Adrian lügt in manchen Situationen, weil er Sorge hat, dass Rebecca ihn verlassen würde, obwohl sie ihm schon mal mehrmals klar gemacht hat, dass sie ihn deshalb nicht verlassen würde. Da habe ich wirklich viele Probleme mit, weil ich finde, wenn man doch schon einen Betrug hatte, vor allem irgendwie auch gerade am Anfang, dann brauche ich eigentlich keinen Test mehr, weil durch einen Betrug hat man ja schon ein Level in einer Partnerschaft erreicht, wo man dem anderen unterschwellig einfach nicht mehr vertraut. Und auch wenn man irgendwie sagt, ja, ich vertraue dir und ich habe dir verziehen, alles schön und gut, aber solche Dinge speichern sich einfach im Kopf ab. Und da stelle ich mir dann die Frage, was möchte ich denn hier testen? Ob er mir treu bleibt? Nee, hat mich ja schon mal betrogen, brauche ich nicht. Vielleicht möchte er irgendwie testen, ob sie ihm treu bleibt. Okay, kann ich verstehen, aber das finde ich immer irgendwie ein bisschen komisch. Und da haben wir auch immer die Fake-Vorwürfe schon im Vorfeld gehabt oder gehört. Glaube ich in dem Fall nicht, bin ich auch, ne, offen. Aber die beiden waren angeblich ja schon immer mal getrennt und dann irgendwie auch doch nicht. Und dann kam ja die Untreue-Thematik mit rein. Und dann gab es schon wirklich oft die Gerüchte, natürlich irgendwie auch die Kommentare, die beiden bleiben angeblich nur ein Paar wegen der Show. Glaube ich nicht. Also geht ein bisschen in die Richtung Jana Maria und Umut. Ne? Da gab es irgendwie auch die Vorwürfe, die auch im Nachgang nie bestätigt wurden. Aber ich bin so an dem Punkt, wo ich mir sage, okay, wenn man sich irgendwie nicht vertrauen kann, wenn man schon irgendwie Untreue am Anfang hatte, dann brauche ich den Test nicht, weil okay, dann besteht man vielleicht in dem Format oder auch nicht. Aber mal angenommen, man besteht und man denkt, ja, heute möchte ich irgendwas beweisen, weil da haben wir auch viele Kameras und werden beobachtet. Ja, okay, und dann ist die Show vorbei und danach gehe ich wieder in einen Club fremd oder weißt du, worauf ich hinaus will. Finde ich irgendwie komisch, aber ich würde vorschlagen, wir gucken mal rein. Ich bin aber auch, ne, an dem Punkt, ich finde die beiden schon mit echt spannend. Bin ich, also auch, muss ich auch klar sagen. Ich finde die beiden super spannend, weil ich irgendwie Rebecca total sympathisch finde, ihn eigentlich auch. Und Jermaine und Jesse finde ich auch mega spannend. Wollny auch, aber eher an dritter Stelle. Und naja, gut, die anderen finde ich jetzt nicht so spannend, aber auch einfach, weil wir schon das Ende vorweg genommen bekommen haben. Aber die hatten ja auch nochmal ein Interview, da möchte ich gerne auch nochmal mit euch reingucken, weil da dachte ich mir so, ach, das finde ich aber auch spannend. Ich würde sagen, wir gucken mal rein. Also ich sag dir so, wie es ist, wenn ich dich mit einem anderen Mann im Bett liegen sehe, dann ist komplett vorbei, dann brecht das ganze Ding ab und dann können wir alle nach Hause fahren. Wir haben uns letztes Jahr kennengelernt bei Bachelor in Paradise und ich glaube, anziehen aneinander, keine Ahnung, der kam da angeschwommen auf seinem Kanu und dann, ja, haben wir uns eigentlich direkt verbunden miteinander. Ich bin auch ein Mordskerl, jetzt ehrlich. Naja, also mein Vertrauen hat der gute Herr ja schon etwas arg missbraucht, deswegen, ich würde mal sagen, ein Grundvertrauen ist da, so. Aber alles andere ist eher so Misstrauen. Also ich stelle mir dann die Frage, es ist auch, glaube ich, eine berechtigte Frage, wenn man irgendwie sagt, ja, Grundvertrauen ist da, aber dann irgendwie auch Misstrauen anspricht, dann frage ich mich natürlich irgendwie wo, ja, also wo man irgendwie nicht vertraut. Und wie ich auch schon mal gesagt habe, ich glaube, wenn man einfach schon mal betrogen wurde, vor allem auch gerade am Anfang, wo man eigentlich immer die Euphorie hat, ne, und irgendwie die rosarote Brille, also ich möchte hier nicht behaupten, wenn man irgendwie nach 5 Jahren betrogen wird oder nach, weiß ich nicht, 20 Jahren fühlt es sich schöner an. Nein, es fühlt sich auch furchtbar an. Aber ich kann wirklich immer nur allen empfehlen, irgendwie offen zu sprechen und sich nicht auf irgendwelche Sachen einzulassen, weil man schädigt einfach der Vertrauensbasis. Und die Vertrauensbasis ist für mich mit die wichtigste, die man haben kann oder die man auch braucht in einer Partnerschaft. Und auch wenn man sagt, ja, okay, das werden wir schon schaffen und wir gehen mal drüber weg. Das speichert sich immer irgendwo ab, liebe Leute. Und auch wenn man dann behauptet, ja, ich habe ja ein Grundvertrauen. Definiere Grundvertrauen. Was bedeutet für dich Grundvertrauen?
Also wenn ich ja Grundvertrauen habe, dann wäre ich ja irgendwie nicht in dem Format, oder? So würde ich behaupten. Wie sehr vertraust du mir? Ja, bei dir ist es schwierig, ne? Nee, also, keine Ahnung, kann man von 100%igem Vertrauen reden? Gibt's das? Ja, doch, dann sage ich mal 99,9%. Also er vertraut ihr 99,9%. Was natürlich auch spannend werden könnte, ja? Wenn wir hier natürlich die Thematik haben, dass sie dort vielleicht jemanden trifft, der sie richtig catcht und wir dann oder sich dann bei ihr im Kopf die Thematik abspielt, so ey, ich fühle mich irgendwie gerade bei ihm wohler als bei Adrian und er hat mich ja irgendwie eh schon mal betrogen und dann kommt wieder die Thema auch, naja, eigentlich vertraue ich ihm doch nicht, wir spekulieren ja gerade nur mal, ne? Muss nicht stattfinden, aber wir spekulieren ja gerade mal. Dann kann natürlich die komplette Geschichte kippen. So, ob er treu bleibt, weiß ich nicht, aber ich bin mal gespannt, wie sie damit umgeht, wenn dort einer wirklich vor ihr steht, der ihr vielleicht irgendwie den Hof macht, wenn man irgendwie auch Alkohol getrunken hat oder auch nicht, ich weiß nicht, ob sie überhaupt Alkohol trinkt, da bin ich wirklich drauf gespannt. Bei den beiden bin ich ein klein wenig skeptisch, aber vielleicht wurde ich auch schon durch die Gerüchte natürlich im Vorfeld manipuliert, ich weiß es nicht, die ich gerade schon angesprochen habe. Wir gucken aber mal noch weiter, weil ich habe mir noch ein paar Dinge hier rausgeschnitten. Ich erhoffe mir von der Teilnahme bei Temptation VIP, dass wir danach einfach noch eine gefestigere Bindung haben und noch eine krassere Beziehung haben, dass wir uns in vielen Sachen klar werden, ja. Dass er an seine persönlichen Grenzen kommt und für sich seine noch mehr seine Sachen bewusst wird und bei mir eigentlich genau das Gleiche. Also ich glaube, er war ja eigentlich schon mal an seinen persönlichen Grenzen, denn er hatte ja schon mal den Moment, wo er sie betrogen hat, weil er ja eigentlich der Versuchung nicht unbedingt widerstehen kann. Deswegen bin ich mal gespannt, von welchen Grenzen wir hier sprechen. Ich bin aber natürlich auch gespannt, wie sie drauf reagiert. Sie wird ja auch verschiedene Einflüsse und weiß ich nicht was haben. Ja, ich glaube, die sind wirklich mit am spannendsten so von allen. Also für mich bedeutet Treue ganz klar, dass man ehrlich zueinander ist, dass man loyal gegenüber ist. Nicht mal für mich ist Treue nicht nur, weil du mir nicht fremd gehst, bist du mir treu, sondern dafür gehört einfach viel, viel mehr dazu. Ich finde so, diese Grundbausteine sind für mich schon Treue. Ja, allein schon dieses etwas vor jemandem verheimlichen, das ist ja auch schon irgendwie untreu, dem Partner gegenüber zu sein. Alles, was meine Partnerin irgendwie ins schlechte Licht rücken könnte, ist für mich untreu sein. Boah, das stimmt auch. Das stimmt, da hat er leider recht. Ich finde auch, Untreue fängt eigentlich schon damit an, wenn man bestimmte Dinge macht, die man dann verheimlicht. Und ich rede nicht irgendwie, ich gehe gerade für einen Geburtstag einkaufen und verheimliche dadurch, dass ich, oder verheimliche in dem Moment, dass ich einkaufen gehe, damit die Überraschung irgendwie nicht stattfindet. Davon rede ich nicht. Ich rede, wenn man hintenrum mit Leuten schreibt, wo man das Gefühl hat, oh, eigentlich dürfte ich gar nicht schreiben. Und dann verheimliche ich natürlich die Inhalte. Da fängt für mich irgendwie auch auf jeden Fall schon Untreue an. Und ja, aber wie gesagt, also ich meine, habe ich auch gerade einleitend schon angefangen. Beide waren ja schon mal an dem Punkt. Also ich meine, von daher braucht man eigentlich auch gar nicht mehr definieren, wo die Untreue anfängt, weil der Kontakt fing ja auch da irgendwo mal an. Also ich meine, mit der anderen Frau, die irgendwo im Club kennengelernt. Vielleicht hat er die auch im Club kennengelernt, aber egal. Auch da führt man ja Gespräche und geht auf eine Art und Weise auf den anderen ein, wo man eigentlich auch schon merken würde, okay, hier betrüge ich, glaube ich, meine Freundin. Also ich sag dir so, wie es ist, wenn ich dich mit einem anderen Mann im Bett liegen sehe, dann ist komplett vorbei, dann brecht das ganze Ding ja ab und dann können wir alle nach Hause fahren. So ernst weiß ich jetzt nicht, ob es wird, aber ein anderer Mann hat auf jeden Fall nicht bei dir im Bett zu schlafen. Ja. Niemals. Körperkontakt ist so ein Ding, ist situationsabhängig. Wenn du müde bist und dein Kopf irgendwie an die Schulter packst oder er dich tröstet oder es ihm nicht gut geht und du ihn tröstest, das bin ich ja der Letzte, der irgendwas sagt. Aber es sind halt so Kleinigkeiten, ne? Es sind echt Kleinigkeiten. Also wenn ich etwas sehe, was sie bei mir nicht tut, aber bei einem anderen Mann, dann drehe ich schon komplett durch, weil denke ich mir so, warum bei mir nicht und bei ihm? Ich finde, er hat da starke Anforderungen, ja, wenn man irgendwie dran denkt, dass er eigentlich derjenige war, der sie schon betrogen hat. Ist natürlich auch legitim. Also ich finde, nicht nur, weil jemand ihn irgendwie, also nur weil jemand untreu war, heißt das natürlich nicht, dass er im Nachhinein nichts mehr fordern kann. Weil wenn die Partnerin oder der Partner, je nachdem, wer halt betrogen hat, sich ja wieder darauf einlässt, ja, auf die Beziehung, dann ist man ja irgendwie bei Null, auch wenn sich die Dinge natürlich irgendwie abgespeichert haben. Und ich finde, hier ist es wirklich einfach davon abhängig, welche Verabredungen man irgendwie getroffen hat. Also für mich zum Beispiel wäre auch, wenn da irgendwie jemand mit im Bett schläft, es wäre für mich auf jeden Fall auch irgendwie ein No-Go. Körperkontakt weiß ich nicht. Also kommt auch an, welcher Körperkontakt. Ne? Wenn ich mich mit jemandem wirklich gut verstehe und den Arm irgendwie drum lege, ich glaube, damit hat irgendwie keiner ein Problem. Aber wenn man natürlich merkt, man hat hier irgendwie eine romantische Ebene, dann, tja. Und ich finde auch ganz heftig eigentlich, wenn man natürlich auch merkt, da entwickelt sich gerade auf emotionaler Ebene irgendwie so eine Geschichte.
So, wenn die es nur klein ist, dann finde ich, wird es auch schon schwierig. Ich bin gespannt. Kann dafür nichts, ich meine, die müssen das machen. Aber halt für mich wäre so diese Grenze, wenn ich halt so sehe, dieses Emotionale. Ich finde es gar nicht so schlimm, dieses Tachi-Machi und Sonstiges. Klar, nicht am Popo anfassen, nicht an dem hier und so, ne? Und was ich auch nicht so cool finden würde, wäre jetzt so dieses komplett nahe sein. Das machen die ja auch sehr gerne, ne? Weil da wird man einfach schwach, wenn man sich dann lange in die Augen guckt. Ja, es ist echt situationsabhängig. Ich lasse es einfach komplett auf mich zukommen. Ja, wie ich gerade auch schon gesagt habe, ne? Körperkontakt ist, ja, also je nachdem, welche Regel man hat, aber Körperkontakt ist nicht gleich Körperkontakt. Kommt drauf an, welchen Körperkontakt man hat. So. Aber die Rebecca, die hat auch nochmal eine Story gemacht und ich würde vorschlagen, da gucken wir auch nochmal rein, weil die fand ich mir auch ganz spannend. So, jetzt nochmal persönlich von mir einen wunderschönen guten Morgen. Das Geheimnis ist gelüftet. Wir sind Teil von Temptation Island VIP. Und ich lese schon die Kommentare hier mit Fremdgehen, Fremdgehen. Leute, er ist in der Vergangenheit fremdgegangen, ja. Nach Bachelor in Paradise. Ich habe ihm das verziehen. Und was in der Show passiert ist, werden wir sehen, wenn es ausgestrahlt wird. Hier brauchen auch nicht alle Carla Kolumnas jetzt hier schon irgendwas drunter schreiben und denken, sie können hier die ganze Staffel schon irgendwie zusammenschneiden und schreiben, boah, wie langweilig und dies und das. Leute, guckt es euch doch erstmal an. Ich kann euch nur sagen, die Staffel wird krass, die Staffel wird wild und ich glaube, wir haben für sehr viel Unterhaltung gesorgt. Mehr sage ich dazu auch nicht. Und meine Gesundheit hat nichts, absolut nichts damit zu tun, dass es jetzt losgeht oder irgendwie in der Beziehung von mir und Adrian. Meine Gesundheit hat was mit mir zu tun. Mir geht es nicht gut. Genau, mir geht es da einfach momentan nicht gut und es ist einfach noch nicht Zeit, darüber mit euch zu sprechen, weil ich mich einfach momentan auch nicht dafür bereit fühle, mit euch darüber zu sprechen. Ganz einfach. Und jetzt hört bitte einfach auf, hier wilde Gerüchte in die Welt zu setzen oder Spekulationen, weil das bringt alles nichts. Freut euch einfach auf den 2.10., Leute. Freut euch darauf. Und ihr wollt alle Temptation haben. Ihr bekommt Temptation. Ihr bekommt auf jeden Fall alles, glaube ich, was ihr sehen wollt. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns. Also ihr Statement hat auf jeden Fall Feuer und auch da bin ich natürlich gespannt, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, man sagt, es wird super viel passieren, bin ich echt gespannt, ob wir dann am Ende uns irgendwie langweilen werden oder überdenken werden, das war irgendwie eine geile Staffel, aber ich freue mich wirklich irgendwie drauf. Also wirklich nochmal, Adrian und Rebecca finde ich richtig spannend, ich finde Jermaine und Jessica spannend, Wolny habe ich vorhin schon gesagt, finde ich auch spannend, weil ja... So, ich will auch nicht irgendwie den anderen beiden das Gefühl geben, dass ich die total unspannend finde. Das wäre natürlich irgendwie auch unfair, aber versteht mich nicht falsch. Wenn ich natürlich schon den Ausgang irgendwie wirklich geliefert bekomme, von wegen, die haben irgendwie danach geheiratet, dann ist mir natürlich irgendwie klar, da kann ja nichts Schlimmes vorgefallen sein. Sonst würde ich ja direkt danach nicht irgendwie heiraten. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin irgendwie auch schon gehypt. Ich habe irgendwie Bock auf Temptation Island. Ich werde auf jeden Fall regelmäßig ja, in irgendeiner Form wahrscheinlich darüber berichten. Werde wahrscheinlich auch Interviews machen, wenn die Bock haben, weil da kann man auch immer mal so die Vorgeschichte im Detail erfragen. Das finde ich ja irgendwie auch immer spannend. Und dann gucken wir einfach mal. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und würde ich sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal.